wunderschönen Tag, meine Freunde. Heute gibt es wieder die Pumping News zum Ostermontag. Ostern? Daniel, hast du auch Bock auf Ostern? Ostern 2020, ich bin dabei. Frohe Boostern! Ja, hätten wir eigentlich auch was machen können. Boostern, aber zurzeit lohnt es ja nicht. überhaupt irgend sowas. Sowas zu verkaufen, das lohnt sich ja überhaupt nicht, würde ich mal sagen, oder? Booster, absolut zurzeit? Nicht. Zurzeit? Auf dem Markt? Ja? Mein Crank ist schon klümpiger als sonst. Ich muss sagen, ich habe guten Verbrauch. Also, sehr guten Verbrauch. Was das heute zurzeit angeht. Im Urlaub, ich bin echt wach. Nacht-Nacht-Mensch. So, wir legen auch gleich los. Und da kommt der gute Matthias Clemens, wird heute sehr oft in dieser Show vorkommen. Jetzt nochmal etwas vorweg von Matthias, weil das gerade passt. Und ich sage euch dann natürlich, wenn es dann nur noch um Matthias geht, dann können die einen oder anderen wegschalten. Oder auch nicht, sich das mal anhören. Es gibt sehr viel, weil Matthias hat einen 3 Stunden Livestream rausgehaschelt, wo er andere Leute angreift. Flying Uwe, den Coach Cecile, Flying Uwe. Nee, es waren schon 3, 4 Leute. Zietlow. Und dann kam noch Wolf mal so ein kleiner Seitenhieb. Also es ist schon viel. Aber wir spielen jetzt erstmal was anderes von den guten Matze ab. Gannikus meint, er hat viele Artikel gelöscht, die um die jetzige Konkurrenz gehen und will kein Beef mit keinem. Ja, ist halt peinlich. Der hat halt Artikel gemacht, um sich an meinem Namen hochzuziehen. Und wenn er sie dann jetzt löscht, weil ich jetzt Konkurrenz bin, hätte er sie nie bringen dürfen. Weil das ist, er hat sich für mich unlauter zu einer Marke gemacht, indem er sich an anderen hochgezogen hat. Dann löscht er die Artikel. Das ist so ein bisschen ekelhaft. Hat er recht? Ja, stimmt. Die hatten ja auch mal so ein kleines Talk-Ding gehabt. Ja, haben ja vorher schon mal so ein bisschen drüber so, ja, nicht gestichelt, weil meine Güte, was ist heute noch los? Es gibt Leute, die sagen, ja, wir berichten immer so negativ über den Gannikus, aber das stimmt ja nicht. Wir sind jetzt nicht irgendwie verfeindet mit dem. Also, kein Beef oder sonst irgendwas. Es ist halt nur immer lustig, er tritt halt von einem Fettnäpfchen in das andere, oder? Oder was denkst du? Hast du das heute mit drin, was er da über uns gesagt hat? Ja, ne? Ja, das kommt jetzt direkt im Anschluss. Das passt heute. Ah, okay, gut. Gut, dann gehe ich darauf nochmal explizit ein. Okay, das geht nämlich, das ist nämlich genau das nächste Video. Man könnte denken, ja, wir sprechen nicht miteinander ab, aber so ist das. So, wir spielen jetzt ab. Was sagst du zu den harten Kritiken bezüglich eurem Booster von Science-Trology? Ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht, wer oder was das ist. Ganz kurz, ja, das mit dem Mitbekommen glaube ich ihr nicht, weil seitdem wir das Video gemacht haben, also nicht wir, das waren ja unsere Fans, das war ja ein Review von unseren Fans. Ich habe zwar auch eine harte Kritik einmal geäußert, irgendwo in der Show, ob der sonst was für eine Minute, das habe ich dann auch wieder revidiert ein bisschen, zurückgenommen, weil an dem Tag ging es mir auch nicht so gut. Aber komischerweise erwähnt der gute Marcello nicht mehr, wie gut der Booster schmeckt, seit dem Zeitpunkt, wo dieses Review rauskam. Kam jetzt nicht mehr, oh, unser Booster schmeckt so geil. Also nur aus, immer ganz kurz. Ein Samstag vor unserer Showaufnahme, ich glaube vor 4, 5 Monaten war das, da hat er morgens ein Livestream gestartet und ich wurde direkt benachrichtigt und bin dann direkt reingegangen, also war ich einer von 8 Zuschauern oder so und habe ihm direkt geschrieben, jo, was sagst du zu dem neuen Content von uns, ne? Also frei nach der Schnauze hier, ne? Dieses Remake, Scientology. Als Pongdong von Trollspot. Ja, ja. Ja, bin ich noch nicht so gekommen, mir das anzugucken und so, ne? Und so total auf kollegial und er wusste direkt, worum es geht, weißt du? Ja, ja, das ja. Das habe ich dir sogar noch geschickt. Und dann hier zu sagen, ich weiß nicht, wer oder was das ist. Ja, wir sind jetzt bei 13 Sekunden. Wir wollen. Ja, warte, wir spielen. Maniel Gleitner-Style hier. Ja, komm, wir spielen mal weiter ab. Ich müsste das sehen, damit ich das einordnen kann. Also ganz einfach. Was war denn die harte Kritik? Vielleicht kannst du das hier reinschreiben und dann kann ich dieser harten Kritik auch gerne entgegentreten. Also generell, ich habe so gar kein Problem, zu irgendjemandem ein Statement abzugeben oder zu irgendeiner Aussage, die jemand anderes über mich oder über uns getroffen hat. Aber seht es mir nicht nach, wenn ich nicht alles selber mitbekomme. Daher schreibt gerne das, was die gesagt haben, hier und dann reagiere ich drauf. Oder wenn die live sind, sollen sie auch gerne hier das selber schreiben. So, ich habe dann, hab dann drunter geschrieben gehabt, das war ab der 17. Minute, habe ich drunter geschrieben gehabt, dass wir nichts gegen ihn haben und seine Crew.
Nur, dass es ein Review war von unseren Fans. Also von 7 Leuten oder so. Und das Video ist gelöscht. Also ich, das war gegen Mittag, ich hab's zum Glück nochmal runtergeladen gehabt, weil ich hab mir gedacht, gut, komm, lad's einfach runter. Meine Güte, du ärgerst dich des Todes, wenn das Ding weg ist. Zum Glück habe ich es gemacht. Ich habe auch das komplette Video. Und ja, auf jeden Fall wollte ich da meinen Kommentar bearbeiten, weil ich da irgendwas falsch geschrieben gehabt. Und dann habe ich gesehen, okay, Kommentar gelöscht. Und dann war das Video offline. 5 Minuten später. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt hinterhergezogen hat. Ich will jetzt auch nichts ihnen, weißt du? Aber ist komisch. Weißt du denn, wer das gepostet hatte? Was gepostet hatte? Mit der Kritik? Ich weiß es nicht mehr, wer das gepostet hatte. Es war auf jeden Fall so ein Troll-Account. Also es war jetzt kein irgendwie ein normaler Mensch vom Namen her. Es wird schon... Okay. Nee, ein Fan von uns war es nicht, weil der hat noch nie bei uns kommentiert, das weiß ich. So, komm, wir spielen mal weiter ab. Science Trology, gehören die zum Troll-Squad, oder? Natürlich. Diese weiß es doch, Alter. Wenn das die vom Trollsquad sind, waren das nicht so, dass die uns nicht mögen? Und wenn jemand eine Partei nicht mag, dann ist ja sowieso alles doof von denen. Aber schreibt einfach mal rein, was sie geschrieben haben oder der geschrieben hat und dann kann ich dazu gerne was sagen. Bullshit. Ich glaube tatsächlich, dass Warte. Die Jungs von den Trolls sind, warum mögen die euch nicht, ist was vorgefallen. Also ich bin jetzt vorhin wegen diesem Trology einfach draufgekommen, dass es doch dieses Trollsquad mal gab und die gehören vermute ich jetzt da dazu und boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum die uns nicht mehr mögen. Ich weiß noch, wir haben irgendwie damals ein Gewinnspiel gemacht und dann hat sich da irgendwie der Gewinner nicht bei uns gemeldet, sondern im Team Androforum. Das stimmt nicht. So. Das stimmt überhaupt kompletter nicht. Kompletter Müll. Das ging um ein Gewinnspiel, wer das geilste Kommentar hat. Da hat Raketenronny5000, auch unser Abonnent, Ronny, du geile Sau, ich weiß nein, nicht, ob... das war ich. Oder warst du das? Nein, es waren mehrere. Ich glaube, wir haben mehrere, genau. Ja. Ich hab's auch nicht bekommen. Ja, pass auf, ich will's jetzt erklären. Und Raketenronny hat drunter geschrieben, Raketenronny hat sich als Ausländer ausgegeben. Und er hat, ich weiß es noch ganz genau, er hat drunter geschrieben gehabt, danke Galenikus, dank dir bin ich jetzt der deutschen Sprache mächtiger geworden. Mit irgendeinem Kack. Er hat da so viel drunter geschrieben gehabt. Und das hat er vorgelesen gehabt, Marcello in seiner Show. Und er hat gesagt, du bekommst ein Paket. Und dann haben sich, komischerweise haben sich dann mehrere Leute, unabhängig von unserem Trollsquad, dort gemeldet und die Kommentare drunter geschrieben, hey, ich habe mein Paket noch nicht bekommen, bla bla bla. Und dann hat sich der Marcellikus hat sich dann dafür entschuldigt, dass seine Crew das nicht rausgeschickt hat. Er hat sich richtig dafür entschuldigt und er hat auch gesagt, es tut ihm leid. Und so eine Story vergisst man nicht. So, erzähl du. Ich war ja beim allerersten Mal Top-Kommentar, ich weiß sogar noch mit 120 Likes, mit dem Kommentar, wir brauchen neue Vorschläge für den Kanalficker. Ah, ich habe mich dann eben gemeldet, ich habe nichts zugeschickt bekommen und dann, wo das unlauter wurde, dann habe ich auf einmal ein Paket bekommen mit einem Stringer, Zugbandagen und Handgelenksbandagen. Deine Oma hat das noch bekommen, oder? Ja, meine Oma. Ich hab mich getraut. Ey, hast du das Bild noch? Dann können wir es ja auch vielleicht mal einblenden, wenn du willst. Ich müsste das noch haben, ja. Ich kann sein, dass ich es auch habe. So. Und es ist nie was vorgefallen. Es sind nur die stetigen Anschuldigungen, die immer noch kursieren, die auch der Clemens sagt und alles. Es ist nicht mehr Gannikus, es ist... Ne? Es ist jetzt eine Firma, beziehungsweise es war vorher eine Firma, ist aber eine Firma auf Gewinn ausgelegt und alles. Und aber es ist nie irgendwas vorgefallen, wenn er sich richtig entsinnen würde, hat er auch mit bestimmt 5 unserer Leute regelmäßig in Kontakt gestanden und da war niemals ein Vorwurf vom parteiisch oder. Also ich weiß gar nicht, wie man das so hinstellen kann. Anscheinend mag er es, gehasst zu werden und deswegen geht er direkt davon aus. Und da, wir hatten ja jemanden gehabt, der hat ja vom guten. Gut, mach dein Dings auf, vom guten Gannikus die Handynummer und hat er mit ihm geschrieben. Und er hat uns sogar angeboten, nach Berlin zu kommen, wo das ganz neu war, weil er hatte auch ein bisschen Angst gehabt, wahrscheinlich, dass der Trollsquad gegen sich, also gegen ihn sich richtig, gegen seinen Kanal, weil wir hatten ja damals so einen kleinen Hype. Aber ist ja egal jetzt. Und da hatten wir ein Angebot gekriegt. Aber irgendwie wollte dann keiner hinfahren und so. Da hat sich das auch alles verlaufen. Und wir waren nie irgendwie bösartig mit denen. Er hat sogar selber drüber gelacht gehabt, über dieses...
Wir hatten nur eins, zwei, also du hast geschrieben gehabt und Raketen-Ronny. Und dann haben wir ja auch gesagt, komm, lass andere Leute gewinnen. Das ist, wir wollten das ja dann in der Show wieder verlosen, das Zeug. Also es war jetzt nicht so, dass wir das selber behalten wollten. Also Leute, ihr kennt uns jetzt ein bisschen mittlerweile. Also so sind wir nicht. Und komm, wir spielen mal weiter ab, was da jetzt noch kommt. Wer kriegt den Gewinn nicht oder, ach, keine Ahnung mehr. Also ich falls die auch cool mit uns sind, ey, alles cool, Love, Peace and Harmony. Ich dachte, da wäre irgendwie was. Ja, ja. Ja, ist, wenn da nichts ist, ist auch cool. Ja, und wenn das jetzt einfach jemand ist, der mich nicht mag und den Booster nicht gut findet, okay, was soll ich machen? Also wir verkaufen jeden Monat mehrere tausend Boosterdosen und es fragen uns jeden Tag die Menschen, wann kommt der Booster wieder? Und das Feedback ist einfach von 99% der Menschen super positiv. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die etwas nicht feiern. Ey, alles cool. Super. Also, wenn jetzt so eine kritische Masse sagt, ey, was habt ihr mit dem Galenicus gemacht? Was ist das für ein Scheißteil? Dann müssen wir reflektieren, in uns gehen und das Ding überarbeiten. 7 Leute sagen, der schmeckt nicht und er haut durch und ist widerwärtig. Habe ich mir auch gerade gedacht. Und wir sind plus 2 plus uns. Wir von 9 Testern. Geht weiter. Aber solange einfach der allergrößte Teil sagt, wow, das Ding fetzt, macht Spaß, schmeckt geil, cool, wann kommt der wieder, bitte macht mehr, ist so cool. Und die das dann nicht feiern, also, weiß nicht, es gibt ja ganz viele Sachen, es gibt Lieder, die sind auf Platz 1 in den Charts und ich sage, finde ich kacke, so. Aber Millionen von Menschen feiern das, also. Der hat auch null Selbstreflexion, der gute Marcel, null. Es ist immer egal. Die Leute kaufen ist das so. Ist ja klar, dass irgendwelche Trottel, es gibt auch irgendwelche Wimpernserien, ja, die von Influencern angepriesen werden, wo auch die immer ausverkauft sind, wo man sich denkt, bist du behindert? Es gibt auch gute Kanäle wie den Wolf, den die Leute schauen, oder wie die Lea, die feiern. Die bieten feinstes Garnicus-Content. Feinstes. Das macht so hart keinen Sinn, ne? Aber dieser, ich weiß nicht, wer das ist, und falls ihr mich doch mögt, dann cool. Ja. Also wir haben nichts gegen. Ist nie was vorgefallen. Nein, wir haben nichts gegen ihn. Korrekt. Wir haben nichts gegen ihn und ja, ihr werdet euch jetzt fragen, letzte Woche habe ich ja sowas erwähnt, Schlängi. Oh, da ist er schon wieder, Marcel und Schlängi. Ja, der gute Schlängi hatte mich auf Instagram angeschrieben, weil er hatte sich erinnert gehabt, ey, du hattest doch mal kommentiert gehabt und wolltest mir helfen wegen dem Sound. Und oh, jetzt teilt es aus. Jetzt heute raus. Naja, heute gibt's, warte. Ach ja, wir haben ja was vergessen. Wir haben ja neue. Warte, ich muss noch vorher was drücken, bevor es losgeht. Ich werde niemals einen Booster von Garnicus trinken. So, das ist der gute Goku. Den gab's nämlich letzte Woche auch. Dazu kommen wir danach. Und zwar Schlängi. Er hat mir geschrieben gehabt auf Instagram: Hey, Dude, du hast mir doch mal da und da drunter geschrieben wegen diesen. Ich soll es von 44 Hertz auf 48 Hertz erhöhen, Mikrofonqualität, da wegen Störgeräuschen und so. Und dann habe ich mir Zeit für diesen netten Schlängi genommen und habe vorher geschrieben gehabt, würdest du mir einen Shoutout für unseren Kanal Science-Trology auf YouTube machen? Da hat er drunter geschrieben, hey, das ist kein Problem, ich habe mit denen und denen nächste Woche eben Podcast oder die Woche noch und da würde ich das erwähnen. Da habe ich gesagt, alles klar. Warte kurz, ich muss doch, bevor du weiterredest, kurz sagen, du hast ewig lange und wirklich mehrere Tage an unserem Sound rumgedoktert. Monate. Inklusive nochmal die ganzen Stunden, die wir beide dann verbraucht haben, um das nochmal anzupassen. Ja. Und nur bei, also es war wirklich unendlich krass viel Arbeit. Und ja, war schon ein bisschen was. Ja, ein bisschen Arbeit war es schon. Ja, auf jeden Fall habe ich mit ihm da geschrieben, dann sind wir dann auf WhatsApp, dann ging es dann darum, okay, er hat ein Mac. Und er benutzt auch ein zweites Mac, damit er sein Mikrofon dran stecken kann, dass er die Sounddateien, dass er das dann alles, aber er will das halt alles auf ein Mac haben. Und ich bin ein Windows-Jünger. Also habe ich mir Software für ihn rausgesucht und habe ihm Tipps gegeben mit Virtual Audio Kabel. Virtual Audio Kabel ist halt so, dass du halt quasi virtuell Soundquellen abgreifen kannst und ich kann jetzt manuell muten und oder er koppelt nicht und er hört sich nicht doppelt. Zum Beispiel sowas halt. Kann ich jetzt stumm schalten per OBS mit unserem Aufnahmeprogramm. Oder halt solche Spielereien. Dann habe ich ihnen dann Tipps gegeben. Ich habe mir wirklich, es war schon, ich weiß nicht, waren schon etliche Stunden, wo ich mir mit denen hin und her geschrieben habe, auch mal ein, zwei Tage später nochmal nachgefragt habe. Und
Er hat dann gesagt, das ist jetzt alles die Kurzfassung, ich werde auch keine Screenshots zeigen, ich bin kein Assi, ich mach das nicht, ich hab da, außer es ist eine richtig krasse Schlammschlacht, aber sie werden verlieren, wenn sie diese Schlammschlacht, also, ich will dir eigentlich nur eine kleine Entschuldigung, hey, sorry, dass ich deine Zeit, weißt du, dass ich deine Zeit genommen habe und dich in den Anus genommen habe, weil so kam ich mir dann vor, ja, ohne Scheiß, und trotzdem bewerte ich ihren Content noch neutral, wenn die was Gutes sagen, sage ich, ihr macht geile Scheiße, das ist on point, das stimmt. Aber ihr macht halt zurzeit echt nur, jede Show ist halt einfach nur verrückt. Es kommt immer irgendwas vor, wo du dich am Kopf fasst und fragst, was ist denn da nur los? Ja, auf jeden Fall hat er sich dann nicht mehr gemeldet. Das ist die Kurzgeschichte. Ah nee, ich wollte ja noch sagen, warum er das dann nicht genommen hat, was ich ihm dann vorgeschlagen habe. Er hat sich dann ein neues Mikrofon gekauft, was ihr hier gerade seht. Er hatte nämlich vorher dasselbe wie ich, das rote USB, und er hat sich dann ein anderes gekauft. Das Mac wird zu heiß, 90 Grad. Deswegen. Er wollte nicht OBS laufen lassen und Co. Also waren mehrere Programme irgendwie, habe ich ihm vorgeschlagen gehabt. Sein MacBook wird halt einfach zu heiß und dann war das okay. Dann hat er sich ein neues Mikrofon geholt und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Das war noch die liebe Version. So. So lassen wir das jetzt einfach mal stehen. Deswegen ist das für mich Schlängi und fertig. Und ich habe schon noch mit anderen zwei, drei Snitches zu tun gehabt auf YouTube, aber ich werde jetzt keine Namen nennen, die mich auch megamäßig enttäuscht haben. Ja. So, ich glaube, das war's jetzt erstmal von mir jetzt hier zu dem Thema. Oder hab ich irgendwas? Habe ich dir die Story erzählt von meinem Aufbereiter? Nein. Der hat ziemlich gute Connection zum ziemlich guten Gutachter. Und wenn dann einer bei ihm vorbeikommt, wo der auch sein Auto hat machen lassen und so weiter, dann sagt er, yo, pass auf, ich kenne einen guten Gutachter, ne? Oder wenn er einen Unfall hat und dann, also, ne, die gehen da immer mit gut plus raus. Ja. Also nicht, weil der Typ halt ein Hurensohn ist, sondern weil der halt genau arbeitet, ne? Der guckt sich dann auch die ganzen Achsen etc. pp. Und dann jedes Mal, wenn die dann vorbeigekommen sind, haben sich die Vermittlung abgeholt, haben sich die Code eingesackt, haben das low-budget-mäßig reparieren lassen und haben sich einen Arsch abgefreut. Von 10 Leuten kam einer vorbei, hat ihm 150 Euro auf den Tisch gelegt und sagt, ey, für deine Vermittlungsarbeit bin ich dir mega dankbar. Der Typ, den du mir empfohlen hast, der war richtig kompetent und gut. Von 10 Leuten, alle anderen haben es einfach so hingenommen, Alter, dass man für die irgendwas macht. Ja, die Leute nehmen halt wirklich, die denken wirklich, du machst nichts anderes. Ich meine, da steckt ja auch echt viel Zeit da. Also da steckt ja wirklich schon ein bisschen Zeit dahinter. Also was ich mit OBS und so, mit dem ganzen Kack. Und ich habe ihm ja wirklich Tipps gegeben. Pass auf. Ach ja, er hasst es. Schlängi hasst es, wenn ihr kleine böse Kommentare über den Sound schreibt. Und wenn ihr Dislikes verteilt auf seinen Account. Also auf Garnicus. Das mag er überhaupt. Ohne Scheiß. Er hasst es wie die Sau. Also haut in die Tasten. Schreibt immer etwas Kritik rein. Hasst er wie Sau. Und ich war so lieb und habe ihm erklärt, dass es den Kanal pusht. Das wusste er ja auch nicht. Und selbst ein Dislike ist gut für den Kanal. Egal, was für ein Kommentar drunter steht. Es ist alles geil für den Algorithmus. Solche Tipps hört ihr nicht so oft auf YouTube. Es werden euch nicht viele sagen. Deswegen, wenn uns die Leute disliken, ist mir egal. Es ist einfach nur, wir werden trotzdem höher gerankt. Also ich finde, das ist mir geil. Also geil, sagen wir mal, ist es geil. Dass die Hater uns pushen, sozusagen. Ja, auf jeden Fall könnt ihr ja was drunter schreiben. So. Und wenn ihr dabei seid, auch direkt hier bei uns. Und da gab es noch einen Kommentar, irgendwo gab es einen Kommentar wegen Soundqualität hier noch. Aber da muss ich das nette Garnicus-Team trotzdem in den Schutz nehmen. Das ist halt irgendwas ab 1 Stunde 35 oder so. Da geht's dann so, da hört man so Knacksgeräusche und so, als würdest du so Funkwellen von der Mikrowelle oder so. Als jemand, der Sound macht, weiß, was ich meine. Auf jeden Fall gibt's auch so Störgeräusche. Und da hat wieder einer drunter geschrieben, hey, könntet ihr das nicht rausschneiden? Und Danny hat gleich geantwortet. Also, Schlängi, sorry. Schlängi hat gleich geantwortet. Ja, man muss ja auch korrekt sein auf YouTube. Er hat auch gleich geantwortet, weil er sich wieder in seiner Ehre wahrscheinlich verletzt gefühlt hat, was ich verstehen kann. Aber er konnte dafür nichts. Also für diese 5 Minuten, er konnte einfach nichts dafür. Das kam von Marcello. Und vielleicht war ja wirklich jemand mit einer Mikrowelle hier im Nebengebäude. Man weiß es ja nicht. Und hat sich den Galenicus warm gemacht. Und hat sich den guten Galenicus warm gemacht. Ja, also es gibt Soundprobleme, die kannst du nicht regeln. Da überschneiden sich die Programme oder da passiert halt mal sonst was. Was bei 2000 Läufen funktioniert jeder Lauf und bei den 2001 geht irgendwas schief. Von daher gibt es da eigentlich keinen Hate wegen den Sound dann. Die haben sich ja schon verbessert, aber an mir lag es nicht. Ich habe nur Zeit geopfert. Und jeder, der mich privat kennt, jemand, der meine Zeit stiehlt, den würde ich gerne von der Klippe werfen. So. Ich verstehe dich gut.
Ja, jetzt nichts gegen Schlängi. Naja, doch. Nein, aber wir werden trotzdem neutral berichten über jeden. Egal, wie die sind. Wenn jetzt zum Beispiel ein Wolfi was Gutes sagt, dann machen wir den Zeigefinger hoch und sagen, ja, du hast recht, More and Sleep gehört in die Kinderköpfe. Damit sich die Eltern weiter vermehren können. Und dann noch mehr More and Sleep. Das ist eigentlich eine gute Marktstrategie, was der macht, oder? Der macht die... Alter, ja, der Wolf, der ist ja... So heißt auch sein neuer Account, der Wolf auf YouTube. Schaut doch mal vorbei. Der Wolf. Schaut mal vorbei, was er dann für schöne Videos macht. Über Bibi und ihre Beauty-Zeugs und, ja, was sie jetzt verkauft. Und, naja, sehr sarkastisch und ironisch natürlich, so wie wir auch. Wolfi, Grüße gehen raus, falls du das mal siehst. So, ach ja, wir würden das Video hier noch abspielen. Meine Güte. So, jetzt geht's ja auch noch, ich wurde darauf hingewiesen. Zeig das doch mal bitte, hier geht's wieder um Geschmack. Hier geht es wieder um schöne Sachen. Gute News. Ja, ich habe es die letzten zwei Mal schon angeteasert, dass der Galenikus bald wieder da ist. Und jetzt ist es dann tatsächlich soweit. Es ist soweit. Er ist wieder da. Ja. In verbesserter Form. Was? Wir haben das Maltodextrin rausgeschmissen. Hm. Der eine oder andere, ja, der hat sich ja daran gestört, dass es irgendwie 2,5 Gramm Carbs oder so hat. Wir haben das Malto. Okay, warte, ich muss was drücken. Und im Leben werde ich mir nichts kaufen von Garnicus. Im Leben nicht. Fertig. Weiter geht's. Ersetzt durch. Wie komme ich denn jetzt auf meine Kohlenhydrate, wenn der Garnicus keine. Ja, das sind nur 2,3 Carbs. Meine Güte, mach dich doch nicht verrückt, du veganes Arschloch. Warte, ich spiele weiter. Nein, das ist täglich mit eingetrackt. Oh, was? Meine Tracking-App ist noch nicht so schnell, um den Galenikus-Booster zu tracken. Was mache ich denn da jetzt? Abmahnung ist raus, meine Herren. Weiter geht's. Ja, mindestens genauso gut, wenn nicht einen Ticken besser. Inulin. Wieder besser? Oh, komm, wir gehen mal gleich weiter. Was hier habe ich noch was. Moment. Ist natürlich so für das, was man bisher geplant hat, echt spät. Ja. Weil wir haben das ja echt so gelauncht oder angeteasert mit dem Launch des Boosters sozusagen. Mhm. Es ist schon echt traurig, wie lange sowas dann am Ende in Anspruch nehmen kann an Zeit. Aber gut Ding will Weile haben, sagt man ja immer. Ja, die Corona-Krise, die macht jetzt natürlich nichts besser. Wir haben einige Rohstoffe, die jetzt verteilt auf der Welt festhängen. Okay, ich bin zu weit gesprungen. Dann im Werk Moment. Eintreffen, dann geht's ganz schnell mit dem Way. Nichtsdestotrotz wird das jetzt aber noch so bis Ende des Monats dauern, mindestens. Way von Garnicus. Ende des Lecker. Monats, ja, okay. Ja. Ende April ist natürlich warte, so, da kommt das, was man bisher geplant hat, echt spät. Ja. Weil wir haben das ja echt so gelauncht oder angeteasert mit dem Launch des Boosters sozusagen. Okay, ich nehme es einfach vorweg. Sie sagen, dass Banane verdammt schwer hinzukriegen ist, dass es nicht künstlich schmeckt. Kauft den Galenikus Bananen-Milchshake, der wie bei McDonald's schmeckt, was er auch noch sagt, der gute Schlängi. Kauft ihn und schreibt drunter, wie er schmeckt. Ob er euch schmeckt. Und dann sagt Goku, nehme ich. Und im Leben werde ich mir nichts kaufen von Garnicus. Im Leben nicht. Fertig. Genau das sagt der Goku. So. Alter Schwede, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen will. Was mir da entgangen ist bisher ohne Bananen-Way vom Garnicus. Wie von McDonald's ein Milkshake, bloß ohne die Scheiße. Also ohne diese schlechten Inhaltsstoffe. Also genau so, sagt Schlängi. Grüße an... Hammer. An Marcel und an Schlängi. Und ich will auch nicht, dass ihr hier den Marcel, jetzt ohne Scheiß, hier als kleinen Zwerg oder sonst was. Nein. Bitte seid normal. Ihr macht keinen YouTube-Content. Ich sehe auch viele Accounts, die irgendeine Kacke schreiben. Die haben nicht mal Profilbilder und so. Lasst den guten Mann in Ruhe. Oh, Max Matzen hat mir gerade geschrieben. Was ist denn da los? Lasst den guten Mann in Ruhe und... Fettig, würde ich sagen. Der also, Max nicht Matzen hat dir jetzt gerade geschrieben oder war das ein Joke? Nein, das war kein Joke. Der hat mir jetzt wirklich, ja moin, hat er gerade geschrieben auf Instagram, weil ich habe, ach, da wollte ich, schon wieder, Max, hörst du mal auf, hast du heute Abend vielleicht mal Zeit zum Skypen? Ich habe ihm nämlich unseren Kanal geschickt und wegen OBS und Stream, weil wir hatten nämlich einen Livestream gemacht, der Aaron und ich mit den zwei Kameras, wie du ja gesehen hattest. Und das will der Max mit den Alexikon auch machen, aber die kriegen das nicht so hin, die sind technisch nicht so begabt. Und also die nächsten zwei, denen du hilfst, unentgeltlich. Ja, aber die machen Shoutouts, habe ich schon gesehen gehabt. Ja, wir werden sehen, also wenn ich erstmal nichts erwähne, dann wisst ihr, oder bei Max es nicht funktioniert hat, dann
oder es funktioniert hat und er nichts sagt, dann wisst ihr, was los ist. Nein. Nee, Max, nee, glaube ich nicht. Und Alexikon, die sind schon. Ich habe schon mehrere Dings gesehen, wo sie sich bedankt haben. Für ein ganz kleines Intro-Logo haben sie sich bei Leuten bedankt. Also bei denen habe ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Also kriegst du ja dann krass richtig einen abgesackt vom Allergemeinsten. Nein, wir müssen mal gucken. Ich weiß ja nicht, was er für eine Dings hat, für eine Software. Ich glaube, das hat man jetzt auch eben gesehen, was er geschrieben hat, hier unten rechts. Ich muss hatte ich den Max Matzen, den muss ich aber wirklich sagen, hatte ich falsch in der falschen Kategorie. Hatte ich am Anfang auch. Ich dachte auch. Die ganze Zeit so ein total zugeballerter Penner, weiß ich nicht. Ja, ist doch so ein arrogantes Stück Scheiße. Ja, okay. Der ist eigentlich in Ordnung. Ja, du musst dir halt wirklich mal ein paar Minuten geben und nicht nur, wenn er da mal sich eine Spritze setzt oder so oder sich sein Blut zieht. Wenn du das guckst, ist klar, dass du dir denkst, was ist denn das für ein Schlachthaus? Nee, gut. Der hatte auch mal ein Video gemacht, da hat der, weiß ich nicht, Alter, Kreuzheben, boah, 200er oder so die ganze Zeit, ne, und so läuft dann da umher, so kack nur 200 und so eine Scheiße halt, ne, so richtig, so wie du die Leute halt hast, ne. Ja. Und dann hat der die Gewichte nicht weggeräumt und ich dachte mir, boah, Junge, Alter. Hat er ein Handtuch gehabt? Ich weiß es nicht, aber pass auf, und hinten raus kam dann, dass seine Freundin oder er das dann halt hinterher alles wegräumt. Ja, ist ja egal, dafür was ist eine Frau sonst gut? Nein. Okay, wir ja, wollten mal. Ist ja korrekt, Alter, aber es sah halt ja nicht so aus, als wäre das so ein richtiger Gym-Prolet, Alter. Ja, okay, so, dann müssen wir jetzt weitermachen. Wir haben voll ja, zu tun. Sorry. Es kommt noch übelst viel Clemens, Alter. Wir haben uns jetzt schon. Boah. Oh, dann gab's bei der Ritzki, gab's da noch was Schönes. Oh, naja, gut, schön war's nicht, aber wir spielen mal kurz was ab. Ich hab Bilder von meinem Arsch auf mein Handy. Dass dann einfach keiner was macht, das kann dann nicht angehen. Hallo, liebe und herzlich willkommen zurück zu Die Ritzkes. Wir ganz bestimmt schon einen Titel entnehmen konnten. Nein, konnten wir nicht, werden wir heute, Die Mutter sieht jünger aus als die Tochter, gefällt mir. Die hat irgendwas gemacht, die sieht jünger aus, ne? Ja, die hat bestimmt ordentlich Gesichtsschminke bekommen. So, warte. Wir sind ja hier, wie gesagt, in Quarantäne immer noch. Das hat sich nicht viel dran geändert. Und, So, ich erzähl's euch. Snapchat, sie hat vor ein paar Jahren Snapchat betätigt. Und da hatte sie Bilder, Arschbilder und so drauf gehabt. Unten ohne und sowas. So wahrscheinlich so ein bisschen perverse Sachen. Und Snapchat macht. Also, sie hat Snapchat angeschrieben und die nehmen die Videos, die Bilder nicht offline, die sind öffentlich. Und sie wurde gehackt dort und da gibt es jetzt einen Instagram-Account. Ich weiß es nicht, Freunde, ihr Perversen, die war damals 15, ihr Schweine. Und da gibt es Bilder von ihr. Ja, und sie geht halt dagegen gerade vor, dass sie das Snapchat diese Bilder runternimmt. Und ja, das war jetzt die Kurzgeschichte. So. Wollte ich sagen, kann man so stehen lassen, gibt ein Like dafür, dass es Pedo-Bilder im Internet gibt. Ey, eigentlich ist Instagram ist doch eigentlich so abartig, oder? Ey, für Pedofanie jetzt ist das doch eigentlich das Paradies. Oder Snapchat. Wie hättest du mit 14 angenommen, das wäre jetzt mal 10, 20 Jahre, das Internet wäre viel weiter gewesen, die Smartphones und so, hättest du nicht auch mal deinen kleinen Pullermann fotografiert und ihm mal einen alten Rentner geschickt, um zu beweisen, dass du das geht? Ah, du hast es gemacht, du lachst, du Schwein. Du hast es schon gemacht und du hast es schon gemacht mit deinen 40 Jahren. Komischerweise bin ich in der Zeit aufgewachsen, wo das gerade anfing. Also man kann jetzt nicht sagen, du bist auf der anderen Seite gewesen. Also ich hätte sowas nie gemacht, weil ich auch Leute kannte, die sowas gemacht haben, wo ich mich immer gefragt habe, seid ihr eigentlich total behindert? Und ja, das ist ein, zwei Mal auch richtig hart in die Hose gegangen und die Leute wurden dann ein bisschen, na, sagen wir mal, in der Schule nicht so nett behandelt worden. Oh. Aber die Vorstellung an einem Rentner finde ich schon wieder geil und ja, würde ich machen, Alter. Also, du bist jetzt auf der anderen Seite, du bist ja schon fast Rentner. Also, du bist jetzt derjenige, der die Knabenbilder bekommt. Gut, das ist ja sowieso deine Kategorie. Ich schwör's bei Gott, wenn mir so ein Oppi schreibt, so, ey, zeig mal dein Stehpipi, würde ich machen. Hallo Mario, zeig mir mal deinen kleinen Otter. Ey, das wäre doch der pure Wahnsinn, Alter. Und dann macht mir den Oppi da fertig, ey. Oh, warte. Wenn mir übrigens Penisse, da hab ich was. Du kannst meinen Penis sehen, guck mal. So, okay, du kannst weiterreden. Hier, Oppi, überweis mir einen Teil deiner Rente und ich krieg dir Schwanzbilder von mir. Oppi, was suchen die immer? Nicht Schwiegersohn? Bin dein. Oh, was suchen die immer, die Perversen? Ich weiß es nicht.
einen kleinen Knabenenkel. Nee, ich würde sagen, ich bin ein kleiner Knabenenkel. Dein Sohn. Dann würde ich den Opa und Enkel oder sowas Perverses halt. Keine Ahnung, Alter. Ich würde den Opa auch ankissen, Alter. Ich würde den richtig ankissen. Stell dir mal vor, so einen alten Opa mit so Mitschbrille und so einer Zigarre auf dem Stuhl, also sitzt so in Sonnenstuhl und die Sonne knallt herab und du pisst ihn von der Seite einfach mit gelbem Urin in den Mund. Ist das nicht geil? Boah, das wäre der pure Wahnsinn. Alter. Und dafür kriegst du 600 Euro in der Woche. Geil. Leute, falls ihr alte Opas kennt, ich piss euch alle voll. Ich sammle auch Urin. Und wenn es nicht klappt, ich kenne Katzen. Scheiße. Ey, ohne Scheiß, das ist ein Traum von mir, Alter. Oh. Also überhaupt Leute anzupissen, ist schon ein Traum. Aber so ein Ende dann für Geld anzupissen, das ist richtig geil. Schreib's dir bitte auf die To-Do-List, Alter. Du, das steht drauf auf meiner Bucketlist. Ich verarsch dich nicht. Oh, hab ich dir nicht erzählt, dass das beim Kumpel von mir auch auf der Liste stand? Und hat das gemacht? Nein. Hab ich dir echt nicht erzählt? Nein, komm. Der hat die ganze Zeit mit so einer geschrieben und dann hat die gesagt, ja, ich finde dich ja ganz hübsch und so, bla bla. Und dann hat sie ihm anvertraut, dass sie tatsächlich die Überlegung hat, sich als Prostituierte anzubieten. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, wenn das eh bei uns so passt und so, ne, und ich hätte auch Bock, dich mal wegzumachen, dann würde ich so gern dein erster Kunde sein, ne? Und dann dachte die sich, ja, ich hätte jetzt auch eigentlich umsonst mit dir irgendwas gestartet, aber, ne? Okay. Ist er da hingefahren und hat dann gesagt, ja, ich habe mein Geld im Auto gelassen, ne? Machen wir einfach beim nächsten Mal. Ja, ist ja kein Problem, gut, gut, gut. Dann ist er da wieder hingefahren und hat dann wieder so eine Scheiß-Story gebracht, ne? Und dann hat die wieder gesagt, ja, okay, gut, aber dann beim nächsten Mal. Dann ist er da wieder hingefahren und hat dann diesen Vorschlag gebracht mit dem Anpissen, weil auf der Bucketlist, ne? Dann hat er die Alte tatsächlich in der Dusche angepisst und die dachte, gleich kriegt die einen richtig fetten Überweisungscheck, ne? Und dann sagt er, ich habe wieder kein Geld dabei. Und sagt die, jetzt kannst du dich selbst verarschen, ne? Und dann sagt er, pass auf, ich mach dir einen Deal. Ich fahre jetzt zur Sparkasse und hol dein Geld, ne? Dann steigt in die Scheißkarre, Alter. Hast du nie wieder gesehen. Ah, so fühle ich mich auch gerade bei Schlängi. Gott, Alter, ist das scheiße. Ich war mit dem im Auto unterwegs, ne? Der hat mir die Story ausgeschmückt auf 50 Kilometer. Oh, ich hab mich bepisst. Ich musste so tierisch lachen, ne? Das gibt's gar nicht. Alter. Ja, ich habe mich auch bepisst. Und der hat das Gesicht, den Gesichtsausdruck von der Perle nachgemacht und alles, ne? Ey, hammerhart, solche Geschichten schreibt das Leben. Das gefällt mir. Und falls jetzt einer denkt, das wäre eine Labertasche, nein, der Typ, der ist richtig knallhart. Okay, komm, knallhart, wir kommen jetzt gleich weiter zum nächsten Video. Mit mir stimmt auch irgendwas nicht, aber es ist nichts Körperliches, sondern es ist was Psychisches. Ich bin ja sowieso psychisch schon vorbelastet durch meine posttraumatische Belastungsstörung und meine schwere Kindheit. Deswegen bin ich ja sowieso psychisch schon sehr, sehr labil, gerade durch die ganzen Kriegserlebnisse. Jetzt allerdings ist noch was anderes dazugekommen, und zwar ein neuer Freund in der Familie der psychischen Erkrankung, und zwar Freund Burnout. Also es wird jetzt alles vielleicht ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, André kann es im Schnitt wieder alles ein bisschen reparieren, weil mein Kopf ist sehr, sehr durcheinander. Warum ist mein Kopf sehr, sehr durcheinander? Und zwar ist ein Grund davon natürlich, dass ich mich überlastet habe. Ich habe damals angefangen. So, kurz jetzt zu Kevin Wolter. Ja, er hat jetzt ein bisschen Burnout. Ja, ein bisschen. Ja, es ist schon eine krasse Krankheit. Also ich kenne auch zwei Leute, die haben auch, sind auch an Burnout erkrankt. Und die haben echt ein Jahr oder länger ausgesetzt. Also ich glaube, das ist wirklich eine Krankheit, die kann jeden ereilen. Erinnerst du dich, ich weiß nicht, du guckst ja keinen Fußball, an Robert Enke, der da vor den Zug gesprungen ist. Ich weiß nicht, war es jetzt Burnout, auf jeden Fall hat er auch psychische Probleme gehabt und ist dann vor den Zug gesprungen. Das war von Hannover 96 der Torhüter damals. Der hat sich einfach vor den Zug geschmissen. Ist jetzt auch schon da über 10 Jahre her, ey. Und da kam das nämlich richtig auf mit Burnout und seitdem sind dann nämlich die Ärzte und so mit Psychologen beim Fußball noch mehr. Also der hat da schon etwa eine Lawine losgetreten, dass die mehr drauf achten. Aber das kann echt jeden ereilen. Also Leute, nehmt euch zurück, kauft euch Ashwagandha. Ich habe leider keinen Link dafür, weil wir wollen kein Geld von euch. Natürlich spendet uns. Ja, wir wünschen dir alles Gute, Kevin, dass du das in den Griff kriegst und dass du einfach mal mal ein Ruhchen machst. Jetzt leichter gesagt als Instagram, YouTube-Star. Aber wer weiß, was die hasseln. Oder für andere Leute ist vielleicht ein gewisser Aufwand von YouTubern kein Stress. Dann denken die sich, okay, das mache ich in 3 Stunden. Aber es gibt halt Leute, die brauchen dafür aber auch wieder 48 Stunden. Also von daher kann man das jetzt nicht. Ja. Alles Gute, Kevin. Wir wünschen dir. Jo, alles Gute auf jeden Fall. Genau. Moin, liebe Spaß. So, dann kommen wir jetzt zu unseren
Oh, Görki, wir machen nochmal ein Meme. Du kannst meinen Penis sehen, guck mal. Dieses Meme lieben die Leute, glaub mir. Und zwar kommen wir zu der guten Joanna und sie hat ein Homeworkout gemacht. Und dann muss ich jetzt gleich Görki ganz böse ermahnen, mit erhobenen Zeigefinger. Görki, warum nimmst du das, was du am Ende zeigst, nicht am Anfang? Ohne Scheiß, dir hätten die Leute zugeguckt. Ich habe nämlich nach 10 Sekunden nämlich weggeschalten. Dann habe ich mal gedacht, scheiße, ich muss mir das ja doch angucken. Moment. Und dann haust du dieses Intro eigentlich als Outro raus. Ich verstehe dich nicht. Pause. Wir machen das A2-Runden. Das ist insgesamt 10 Minuten auspowern, Kalorien verbrennen. Das nimmst du als Outro. Nimm das doch als Intro. Übelst geil, lass deine Frau gleich reinspazieren, ein bisschen quatschen, einfach nur mal zu sehen, euch einen Kaffee bringen, ein bisschen Arsch zeigen. Jetzt nicht auf deine Frau reduziert, sonst was, aber die Leute feiern das. Mal ein bisschen anders die Kamera gefahren, mehr auf die Mädels eingegangen, alle beide neben dir. Auch Finn, dann seid ihr. Auch Finn, dann seid ihr 4 Mädels. Meine Güte, das ist doch geil. Und wie ist der? Alter hat aber eine gute Unterpartie, ey. Ja, die wird auch regelmäßig durchtrainiert. Wir gehen weiter. Respekt an Görki. So, nämlich, wir haben jetzt noch ein Görki-Video. So, wir haben jetzt nämlich noch eins. Das ist auch... Ich muss sagen, mir gefällt Görki so besser als mit Haaren. Der ist doch verrückt. Guck mal, wie dumm, Alter. Ich finde das gut. Das könnte man eigentlich auch als Meme nehmen. Vor allem, er beschuldigt jetzt seine Frau, dass die Scheiße gemacht hat. Er hat sich die Haare abrasiert. Ich hab die Haare. Ja? Warte gleich. Wo kam denn das? Moment, ich muss spulen. Katastrophal, ey. Okay, es war vorher. Zeig mal. Komm mal hier, ist ein Tageslicht? Ja, Tageslicht, ey. Okay. Das ist einfach grausam. Es ist grausam. Okay. Zieht euch das mal rein. Er sieht erstmal wie ein Mann aus. Es ist... Nock wollte eine Frisur machen. Am Ende hätte ich das Ding auch selber machen können. Einfach schön abrasieren. Flex mal ein bisschen, guck mal. Flex. Du kleiner Lügner, lass deine Frau in Ruhe. Du hast dir die Dinger wegrasiert in der Mitte. Aber ich finde, er sieht besser aus als vorher. Also wirklich. Oder? Was sagst du? Das machen hier momentan ganz viele. Ich verstehe das gar nicht. Ich finde, er hätte seine Augenbrauen auch mal rasieren können. Mal. Guck mal, er hat fast diese McDonalds. Siehst du? Aber sieht gut aus. Gefällt mir. Wie er jetzt nicht guckt, ist nicht cool. Aber Görki, Props an dich. Nimm's dir zu Herzen. Mach dieses Outro als Intro. Glaub mir. Die Leute werden drauf klicken. So, jetzt kommen wir zu einem Video, was sich ein Fan von uns gewünscht hat. Und wir sollen mal Pamela Reif angucken. Wir sollen uns einfach nur mal Pamela Reif angucken. I can never release the tension. Always have them engaged. Hat ja auch andere and Blickwinkel. Your hips. 3, 2, 1. Take a little rest. Ja, das ist die falsche Richtung, Baby. We are going to lift our legs to the side instead. Ja. Ach, Junge. Das ist der pissende Hund. Guck mal, die macht den pinkelnden Hund. Ah, Laterne. Da kommt die Laterne und Beinheben. Was? Ah, ich mag ihre Stimme nicht. Das turnt mich übel an. Ohne Scheiß, da sind solche Sachen, die verstehe ich nicht. Frauen? Ehrlich nicht. Ha, wer versteht denn sowas? Das hier mit den Hip Thrust ohne Gewicht, das macht noch irgendwo Sinn. Aber solche Scheiße da. Das ist, dass du zur Seite mal besser reinhalten kannst, verdammt, dass du an die Laterne mal kannst. Wer weiß, was sie für Videos noch nebenbei dreht. Vielleicht ist das ja auch eine Vorbereitung für irgendwelche Sachen. Die ist ja, glaube ich, furchtbar jung, die Alte, ne? Wenn die jetzt unter 18 ist, dann müssen wir das rausschneiden. Nein, ist sie nicht. Ist sie das? Nein, ist sie nicht. Ist sie? Und ich bin alter Hurensohn. Du bist ekelhaft. Nein, sie ist hier, komm, sie kriegt ein Like dafür, dass sie gerade nicht spricht, weil das Bild ist auch gemutet. So, jetzt kommen wir von einem Arsch zum... nee, das kann ich nicht sagen. Jetzt kommen wir zu einer hübschen Frau, zur nächsten hübschen Frau. Denn sie hat sich ihre Dinger machen lassen und wir werden jetzt erfahren, wie die Dinger aussehen. Du
hallo, Freunde der Sonne. Ich hoffe, ihr verbringt alle einen schönen Feiertag. Und da die letzte Fragestunde zu diesem Thema schon eine Weile her ist, dachte ich, ich nutze den heutigen Tag und mache mal wieder eine kleine Fragerunde zum Thema Brust-OP. Ich habe genau, deshalb haut eure Fragen hier rein. Ich werde die in schriftlicher Form beantworten, da euch das schriftlich ja meistens lieber ist als mündlich. Hallo, ist dir was? Ist dir schriftlich was? Lieber als mündlich? Fuck, Alter. Warte, ich muss das nochmal fragen. Ist dir schriftlich lieber als mündlich? Sag mir das. Junge, wie kann man vom Schriftverkehr kommen? Versteh Alter, das ist ja mal mega krass. Was reden wir jetzt gerade? Ich bin angepisst gewesen, Alter. Ja, guck doch mal, ja. Vorherbild. Ja, klar. Und jetzt hat's. Ah, nachher, ja, sie hat halt. Ja. Mal weitermachen hier. So, da kommt noch ein bisschen was. So. Spürst du beim Training manchmal deine. Oh, das sieht eigentlich gut aus. Knusprig. So ohne, knusprig. So ohne Gesicht sieht das knusprig aus. Also jetzt nicht auf ihr Gesicht bezogen. Ich meine ihre Rundung, ihre Berge. Ihre Tätowierung. Ja, sieht gut aus. Lea, alles Gute von uns. Ja, mach weiter so und zeig uns einfach ein bisschen Brust und dann abonnieren wir dich auch wieder. Hat sie überhaupt? Nee, sie hat keinen YouTube-Kanal mehr. So. Ich glaube, Moment, ich muss mal kurz drüber lunzen, weil hier irgendwas im Wege ist. Jetzt kommen wir zu Matthias Clemens. Leute, wer noch sitzen kann oder ein Stehen hat, der kann jetzt weiterschauen. Und wer Matthias Clemens extrem hasst und sagt, hey, den hübschen Mann, den würde ich gerne mal auf den Mund küssen, der schaut weiter. Wir spielen es jetzt ab. Aber ich finde nicht okay, dass Coach Cecil seine Meinung abgibt, denn du bist leider kein Wissenschaftler. Geht um Corona. Also Meinung abgeben finde ich okay. Du kannst deine Meinung abgeben. Du kannst sagen, ich sympathisiere mehr mit Wissenschaftler A. Du kannst, wie ich sagen, Aussage A, B, C, D, E kritisiere ich von Thorsten. Du kannst sagen, ich bin skeptisch, ob das alles so stimmt. Aber du kannst nicht hingehen und sagen, ja, alles verarsche, kauf meine Produkte. Ja, alles, kauf meine Produkte, Leute, kauf meine Produkte. Meine das Produkte aber. Hier, das ist Was ein so? Tipp von mir. Meine Produkte helfen, also ich will nicht sagen, die heilen Corona, aber bei mir heilt das Corona. Ja, du ekelhafter Bastard. Coach Ziel dachte ich auch mal, der ist gut. Der ist nicht gut. Ich habe das jetzt gesehen. Ich habe nichts gegen den gehabt. Doch, ich habe gesehen, der kauft Amazon-Bewertung, da stand er schon bei mir auf der Blackliste. Aber ich sehe, was er jetzt abzieht, das ist ekelhaft. Flying Uwe, diese ganzen Umsatzaktionen da für seinen Shop, die nur seinen Shop pushen, die er als Ehrenmann ekelhaft. Julian Zietlow, da brauchen wir nicht drüber reden. Wer will über Julian Zietlow noch reden? Wer will noch über Julian Zietlows Menschlichkeit reden? Wer will noch drüber reden, ob Julian Zietlow ein guter Mensch ist? Ja, so, und da kommen jetzt noch, es geht gleich weiter. Klar, finden Coach Ziel jetzt viele geil, weil Coach Ziel ist jetzt der, guck mal, du kannst nicht 80 Millionen Leute haben, die deine Produkte kaufen. Aber du kannst die Hälfte haben, du machst wie Coach Ziel. Verstehst du, was ich meine? So, indem du einfach jetzt der Märtyrer für die Verschwörungstheorien bist und dann deine Produkte verkaufst. Ich könnte es jetzt auch umdrehen. Ich könnte euch das zeigen. Ich könnte euch manipulieren in 4 Wochen euch zeigen, wie die es machen. Ich könnte jetzt der Märtyrer der Ängstlichen werden ein Produkt verkaufen. Aber ich werde beides nicht tun, weil ich bin kein Heuchler. Ich bin nicht wie Wolf, ich bin nicht wie Cecil, ich bin auch nicht wie Flying Uwe. Flying Uwe wurde hier gerade geschrieben. Ich muss kotzen, Uwe. Flying Uwe ist für mich der ekelhafteste von allen gerade. Guck mal, was der gemacht hat. Hör hin. Ich erzähle euch eine Geschichte. Wir haben uns überlegt, marketingtechnisch Masken zu machen mit SEC-Plus-Logo, die zu verschenken als Gag und dachten uns, guck mal, ich sag, was wir dachten. Das zeigt jetzt mal, wieso ich weiß, wie die das machen. Wir haben uns intern gedacht, das war Hajas Idee, schöne Grüße an Haja. Der Haja meinte, guck mal, Matthias, lass doch 100.000 Masken machen, die kosten nur ein paar Cent in der Herstellung, damit drucken wir die mit SEC-Plus, verschenken die auf der FIBO, falls es stattfindet, oder vor der FIBO, oder in Paketen verschenken wir die, dann haben wir geile Werbung auf der Straße. Machen wir geiles Marketing, machen wir so einen Witz draus. Habe ich gedacht, boah, geil, können wir machen. Kamen wir nicht an Masken ran. Was macht Flying Uwe? Hat jetzt Masken draußen, muss also auch sehr früh drüber nachgedacht haben, weil wir kamen ja keiner mehr ran. Was macht er? Ah, Leute, ich habe gerade einen Screenshot bekommen. Die haben Maskenarmut. Leute, Maskenarmut. Weißt du was? Ich mache jetzt Smiledogs-Masken kostenlos für euch im Paket. Wenn ihr bestellt, dann kriegt ihr eine Maske kostenlos. Ich muss kotzen. Wir halten fest, ich wollte Masken machen mit Logo, eine Marketingaktion. Euch erklären das Marketing. Haha, ich schenke euch Masken. Voll geil, SEC-Plus-Maske. Straße ist voller Masken. Was macht er? Ich habe gerade einen Screenshot gefunden.
Die brauchen Masken. Ich spende Masken. Du musst nur bei mir bestellen. Und du musst... Ja, das ist schon mal das Erste gewesen, was... dann ging es noch, dass er mit Flying Uwe... wollte Kevin Wolter mal eigentlich einen Gefallen tun. Und Kevin ist ja ein bisschen mit Uwe unterwegs da. Und er geht da nicht drauf ein. Das war irgendein Deal, wollte er da machen. Und da hat dann... Der Uwe und Co. sich mit Matthias getroffen und die waren so ein bisschen hochnäsig. Ich glaube, er sagt was anderes. Also sie waren schon so ein bisschen respektlos, aber er hat sich gedacht, okay, egal. Und dann haben sie dann später auf Matthias seinen Nacken gesagt, hey, wir kennen den Matthias Clemens, wir sind gut mit dem Matthias Clemens. So eine Art lief das und dann wollten sie halt hinter Matthias Clemens seinen Rücken andere Leute das haschen. So ist es jetzt die ganze Kurzfassung. Und das hat ihn auch übelst angekotzt. So. Haben dann aber Wollte ich gerade noch was zu sagen? Ja, ja, erzähl. Es ist ja bei dem nichts Neues, dass er total aggressiv und verlogen da rangeht. Und ich finde dazu dem Content von Pugge auch immer mega aufschlussreich, wo mich ja der Pugge jetzt wirklich in den Arsch penetriert hat. Aber Daniel schaut uns, der hat letztens einen Shoutout für uns gemacht im Livestream. Ja, war ja was Mindestes, nachdem er mich da in den Arsch penetriert hat. Ich war sogar noch so richtig kollegial, Alter. Ich war so richtig nett. Aber das war dem Daniel einfach scheißegal. Weißt du, hätte ich ihn behandelt, so wie jede andere Frau auch, dann wäre ich wahrscheinlich zum Ziel gekommen. Na, egal. Ich glaube, der Daniel trainiert gar nicht. Hast du schon mal ein Trainingsvideo von Daniel Pucke gesehen? Ach, bitte. Ja, das ist nur Show. Das ist doch nur Show, was der da macht. Der gute Junge. Aber tatsächlich hat der da den Content wirklich, also kann ich nur so empfehlen. Also falls wir irgendwelche Zuschauer haben sollten, die Coach Cecil Content feiern. Abonniert uns, deabonniert uns. Verpisst euch. Ja, verpisst euch, Alter. Verpisst euch. Ich wünsche euch Pferdeschaumlippen im Gesicht, dass die euch wachsen. Und wenn du jetzt sagst, ich gucke nicht Coach Cecil, sondern nur Coach Saxes, dann verpiss dich auch. Ja, oder ich gucke Schalke TV, verpiss dich. So, wir spielen weiter. Hinter meinem Rücken Leute von mir probiert zu akquirieren mit meinem Namen. Wir sind cool mit Matthias, wir haben mit Matthias das war. Also ja, wir haben schon mit mir Streit gehabt, haben meinen Namen hinter meinem Rücken weiter benutzt, um an Leute ranzukommen, die mit mir abhängen. Und das war der menschliche Punkt, wann ich Abfuck auf Flying Uwe und seine Gang bekommen habe. So, genau, das war jetzt nochmal von Matthias. Also ich glaube, ich habe es halbwegs wiedergegeben. Das ist sehr schön. So, und jetzt kommt dann noch was zum Akku. Ey, wir sind echt schnell mit Matthias durch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir ziehen gerade echt den Finger. Ich weiß nicht warum, wir haben noch Zeit. So, komm, Akku. Es ist sehr schwer mit Akku. Ich nehme den Akku immer in Schutz überall, ne? Ich nehme den Akku immer überall in Schutz und sage, der Akku ist ein netter Typ und so. Und der meint das nicht so, aber alle streiten sich mit Akku. Es ist sehr schwer, Akku zu verteidigen, weil er immer wieder reinscheißt. Aber eigentlich, ich mag ihn so, ne? Ich finde den nett, den Akku. Und ich kenne ihn auch aus Düsseldorf und so. Und der ist ein netter Typ. Und, was er bei Goku gemacht hat, ist aber scheiße halt, weißt du, meine? Also wenn ich jetzt mich zwischen Goku und Akku entscheiden müsste, muss ich Goku recht geben. Und Goku ist mein Freund. Also Goku ist mein echter Freund. Goku ist ein echter Freund. So. Goku ist ein loyaler Mensch und ein echter Freund. Und den Goku rufe ich an, der fragt mich, ey, wie geht's dir? Und ich frage den Goku, wie geht's dir? Der Goku ist aus der Szene einer der wenigen, der nichts von mir will. Der einfach nur mein Freund ist. Ja, der einfach nur sein Freund ist. Also, jetzt nochmal zu Flying Uwe. Ist schon... Mit den Masken, also die Strategie, ich hab das ja auch mitbekommen, auch dass die Fibo wegen Flying Uwe abgesagt wurde. Ey, wir können ja nochmal raussuchen. Ich glaube, hier war, bei den 3 Minuten kam das ja auch nochmal. Da kam noch was von Matthias. Ich spule mal kurz weiter. Man muss bei dir bestellen. Die Maske kostet 10 Cent, 20 Cent im Einkaufspreis. Das ist ein Gimmick. In jedem von unseren Paketen liegt 1-2 Euro Geschenke drin. Du hast einfach nur deinen Umsatz damit gesteigert. Ich wollte das auch machen, aber ich wollte es zugeben. Ich wollte sagen, haha, Masken. Und ich wollte nicht so tun, als wenn ich ein Wohltäter wäre. Komm, wir lassen auf. Es ist ekelhaft, mit Spenden Geld zu machen. Du bist ein, ich schwöre, Uwe, du bist so armselig, Uwe. Und weißt du, was auch noch, jetzt muss ich bei Uwe bin, jetzt habe ich Lloyd Rage. Guck mal, Uwe, als dir einer gesagt hat, dass du Produkte streckst, dass das einer veröffentlicht, hast du dann Fick gestehen. Ich habe das schon zweimal gesagt. Wann hast du mich gefickt? Wo hast du mich gefickt? Ich sitze doch immer noch hier. Ich diss dich seit 4 Wochen. Du hast doch vorher gesagt, wenn einer was gegen dich sagt, fickst du den. Wieso fickst du mich nicht schon seit 2 Monaten? Du bist doch so ein harter Typ. Damals hast du auch Leute dumm angemacht. Komm doch mit mir Filme machen. Mach doch mit mir diese Filme. Boah, Dings. Ekelhafter Typ, wirklich. Das mit den Masken, das war so. Ja, ich verstehe das. Ja, mit Matthias möchte man sich, glaube ich, auch nicht so wirklich anlegen. Also, wenn man im Unrecht ist und weiß es und hat schon gesehen, was er gemacht hat,
wo er schon sich durchgeprügelt hat. Hier, Biotech. Ja, das war ja auch. Und da hat er trotzdem als strahlender Sieger irgendwie. Er hat als strahlender Sieger das Feld verlassen. Also, da hätten, glaube ich, wenige Leute die dicken Eier gehabt. Von daher, ich verstehe nicht immer, dass es Leute gibt, die sagen: Ey, der Matthias ist einfach nur ein dummer Assi. Der hat aber sein Herz am rechten Fleck. Er ist ein guter Assi. Also, ich finde ihn top, ey. Ich kann gegen ihn nichts sagen. Ich bestelle auch bei SEC Plus. So. Jetzt ist es raus. So, erzähl du. Ich kann das voll ganz nachvollziehen. Also ich finde den Droid Rage von Matthias jedes Mal mehr als angebracht. Ja, es muss mal irgendwann rauskommen, nach den ganzen Jahren. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich so eine Maske bei einer Bestellung dabei hätte, bei mir würde die in den Müll landen. Ja, das ist in Ordnung. Das ist bei mir einfach Marketing, das kommt nicht an. Ja, und Cecil, Alter. Aber das, was er ja gerade beschrieben hat mit der Freundschaft zu Goku, das finde ich richtig geil. Ja. Weil das ist echt eine Sache, das gibt's im Leben, das habe ich selbst schon erlebt, dass sowas vorkommt. Und das ist immer eine Sache, wenn man mal nüchtern darüber nachdenkt, also wirklich mit einer Menge Abstand dazu und ein paar Tage, wo man die Person nicht gehört hat, dann wird einem erst bewusst, was das eigentlich für ein Segen ist und wie selten sowas ist. Also du redest gerade von mir, okay, danke schön. Von dir, aber auch von Leuten, die Nein, so, geschäftlich kennengelernt habe und wo sich da tatsächlich eine Freundschaft draus entwickelt hat. Beim Anpinkeln jetzt kennengelernt, oder? Genau, und dann entstehen da so Geschichten draus, ne? Der ist übrigens auch, also habe ich beruflich kennengelernt, den Typen. Warte, ich muss noch ein Meme von Matthias drücken, das passt gerade nicht. Arschficken, habe ich gesagt, ja, in den Arschficken. So, okay, kannst weiterreden, es ging um Arschficken. Oder allein schon durch die Fitnessszene, was ich da schon für krass geile Leute kennengelernt habe, das gibt's gar nicht. Wo ich auch immer, ne, du hast halt auch ähnliche Interessen. Und selbst wenn jetzt einer, zum Beispiel hier den einen Abonnenten, darf ich da gerne zitieren, den Markus May. Oh, unser Ehrenmann. Der hat relativ wenig mit Sport an der Glatze, zumindest der, das, was ich jetzt so aus seiner Erzählung rausgekriegt habe. Der ist stark übergesichtig, habe ich gehört. Markus, Grüße. Ich habe gehört, dass er erfolgreich gerade in Diät ist. Und der ist nicht so eine scheiß Fotze, der hier 16,8 macht, sondern der macht 20,4 und dann auch noch vernünftig und nicht if it's fit your fuck alles rein in die Scheiße. Und der du bist Typ, schon verliebt. Ich bin nur mit dem in Kontakt gekommen aufgrund von Fitness und mit dem kann ich mich auch austauschen über Fitness. Und das ist nicht so ein krasser Nazi, weißt du? Ja, der ist wirklich in Ordnung. Also Markus ist wirklich. Markus wird auch nächster Zeit mal bei uns hier live mit in der Show sein. Also jetzt nicht beim Livestream, aber mit in einer Pumping News. Also wir sind da schon am Rumhantieren und er wird uns Handgeld zustecken, damit wir ihn überhaupt anspucken, mit ihm reden. Nein, nein, so nicht. Aber er wird auf jeden Fall mal mit in die Show kommen und dann kriegt ihr mal einen Eindruck von ihm. Wirklich cooler Dude. Echt, hätte nicht gedacht, dass wir solche Fans haben, die uns schauen, die so halbwegs intelligent sind. Also das Gegenteil von uns natürlich. Props gehen an Markus raus. An wen gehen denn noch Props raus? Hast du den letzten Ehrenstream gesehen mit mir? Wie fandest du den denn? Ich finde Ehren allgemein ziemlich korrekt. Er ist zwar ein bisschen fangeil, aber Ehren ist korrekt. Ja, Ehren schreibt ja auch mit Schlängi. Ich glaube, jetzt ist seine Welt zerstört worden. Tut mir leid, Schlängi und Ehren. Habe ich dir erzählt, dass ich den Schlüpferverkäufer auch über eine Fitness-Scheiße kennengelernt habe? Schlüpferverkäufer? Nee, komm, hau raus. Ja, mein Kollege, der da die Schlüpper immer an die reichen Anwälte und Ärzte verkauft. Ja, ja. Den kenne ich auch über so eine Fitness-Plattform. Und wir wohnen ja, glaube ich, 80 Kilometer auseinander. Und trotzdem haben wir regelmäßig Kontakt, mehrmals die Woche. Warte mal und, kurz, die Kamera ist gerade richtig abgestürzt. Krasse. Warte mal kurz. Warte auf Video. Rekord. Okay, es läuft weiter, die Aufnahme. Jo, das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig klasse Freundschaft für mich geworden. Und das einfach nur über so eine Fitness-Scheiße. Und glaubst du, ich habe in den letzten 2 Jahren mit dem einmal über Fitness gesprochen? Weißt du? Nein, das hat nichts mehr mit unserer Freundschaft zu tun, sondern einfach nur, wie geht es dir, Alter? Und das ist wichtig. Das ist doch geil. Also muss das es auch sein. So muss es auch sein. Sorry für die Unterbrechung, ich habe gedacht, die Kamera ist abgestürzt. Heute neues Ach, alles Setup. In Ordnung. Heute neues Setup. Ich hoffe, es funktioniert noch, ansonsten sind wir am Arsch. Aber wir sind ja sowieso jetzt schon fast am Ende der Show. Hast du noch irgendwas jetzt wirklich zu erzählen? Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit Matthias Clemens heute so schnell durchkommen. Ich habe echt 1-2 Stunden dran geschnitten, um da was zu finden bei Matthias, weil er wiederholt sich halt 12 Mal, aber trotzdem.
Ja. Ich will einfach nur wieder Sport machen. Ich will das machen, weswegen ich hier die Scheiße angefangen habe. Ja, ich kann dich voll verstehen. Also, ich gehe nachher zum Sport. Nee, ich gehe nicht. Ich schlafe nachher erstmal. Ich habe heute noch nicht gepennt. Boah, ich hoffe, die Show ist nicht so durch geworden. Werden wir dann am Montag, am Ostermontag erfahren. Nein, du hörst dich normal an. Ja, ich bin trotzdem gerade, kriege ich gerade diese 12 Minuten Timeout im Kopf. Es wird immer schlimmer, wenn wir jetzt länger machen, artet die Show jetzt hier noch mehr aus. Nee. Wenn du jetzt nichts mehr hast, ich habe vielleicht noch hier ein kleines Meme für euch. Merkt euch, wenn jemand euch einen Booster anbietet. Ich werde niemals einen Booster von Garnicus trinken. Ich mag den Goku. Ich finde dieses Fettig am Ende hier von im Leben, nee, finde ich übel genial. Das finde ich gut. Grüße gehen raus auch an Goku und Co. Auch wenn ich Goku nicht schaue. Trotzdem gehen Grüße raus. Ja, ich bin ehrlich. Kennst du noch den aus dem Leben gefickt von Tyson Fitness? Hm, ja, sag mir was. Damals ging es darum mit Onkel Bob und so weiter. Und dann hat er auch da irgendwie so ein Short-Tutorial drüber gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr aus heutiger Sicht, warum er das gemacht hat, weil das ist ja gar nicht sein Stil. Da hat er die Problematik zwischen Bob und Karl S. in einem Video dargelegt, sozusagen auch so ein kleines News-Mac. Und dann hat er gesagt, dass der, ich glaube, es ging über Bob, dass der S. ihm aus dem Leben fickt. Und der Spruch, der ging auch mega viral, Alter. Und ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Ja, auch mit aus dem Boden ziehen von Patrick, den Reifer. Das ist, ja, das ist auch. Oder oder du scheißdrecks Veganer von Steve Bettin. Leckt man als Veganer eigentlich Titten? Ja, Steve ist eigentlich schon, ja, ich mag den. Es gibt auch viele, die mögen den nicht. Das ist wie, du siehst ihn und denkst dir, was für ein Verrückter. Aber der ist ja trotzdem, ich finde ihn trotzdem eigentlich cool, was der auch macht. Muss man bei Steve Dantin, muss dir mal aufs Instagram-Dings gehen, da ist er in New York oder so, da beleidigt er die Leute, dann sagt er hier irgendwas mit fetten Leuten, die verstehen ihn ja nicht. Ja, übel doof und cool. Also, ja. So, ihr kleinen Katzenmütter, wir sind jetzt, würde ich sagen, raus, oder willst du noch irgendwie, hab Wortfindungsprobleme, Ejakulat, irgendwann die Wände sprühen. Leute, hört auf meine Worte. Lasst uns gemeinsam irgendwohin beten, nur nicht nach Mekka. Science-Trologen-Kirche. Am 20. die scheiß Fitnessstudios wieder aufmachen. Und dann beantwortet mir mal ehrlich in den scheiß Kommentaren, erst einmal danke, dass ihr ein bisschen geschaut habt, ob ihr wirklich Homeworkouts macht. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Wir sind raus. Bis dahin, ciao.